things that go bump in the night. What the? Jesus! Me. Jerk. Sam B. Okay. Shrunken head, broken legs, body parts on the concrete. Cut them up, butcher style gators in the swamp. Red light, leave them dead, running like a track meet. Scared of nobody, what you know who I am? Want. You have any idea who you're fucking talking to? Or maybe you saw me in the playoff. I play for the fucking goddamn champions. Well, fair, cooking meat, cannibal, trying to eat. I got a zombie on me, and you can't harm me. Hey, yeah, watch who it. Do your voodoo, bitch? Yeah. Drink blood like a vampire without warning. Who do your voodoo, bitch? Stand up. Sam B got the thing that go bump in the night. Whoa. Who do your voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do your voodoo, bitch? Let's go. Sam B to Papa Shango, I'm Baron Samedi. Handful of fingertips, toss them up like confetti. Stay full of corpse bitches, I'm a pimp of the dead. Come fuck with a another zombie, drunk I put a stick in your head. Look, you want ghouls, I got fucking stupid get. Maybe everybody dies, I'll see your ass real soon. Crack bones to the marrow, hot sauce, and they suck it. Now my juju ain't nothing to fuck. Sir, looks like you've had enough. What's your room number? I'll make sure you get there safe and sound. That go bump in the night. Who do your voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do your voodoo, bitch? Let's go. Excuse me, lady. Are you okay? Can you hear me? What are you doing, sir? Cut this is the woman's restroom. I got a zombie on Sandy. You can't harm me. Who do your voodoo, bitch? Yeah. Excuse me, sir. Are you okay? Who do your voodoo, bitch? Arms off of my bare hand. Who do your voodoo, bitch? Yeah. Smack it, my boy. Who do your voodoo, bitch? Herzlich willkommen bei Lordico, jetzt hier mal mit einem Koop-Projekt mit The Game of Wise, ja, freut mich auch mal wieder hier zu sein. Und wie geht's dir eigentlich? Ja, ganz gut, wie fangen wir jetzt an? Wie kann ich jetzt eigentlich bei dir drauf joinen? Jetzt mal die große Frage. Ja, das werden wir jetzt wohl höchstwahrscheinlich gleich im Let's Play testen, das wird mich sehr interessant. Und ja, ich würde aber sagen, erstmal so ein kleines Disclaimer hier für die Leute, die zuschauen. Dieses Spiel ist ab 18, es zeigt extreme Gewaltszenen, wirklich extreme Gewaltszenen. Unter anderem halt kann der Schädel platzen. Und das ist einer der Gründe, warum dieses Spiel in Deutschland nicht erhältlich ist. Also Leute, die vielleicht 12 sind oder so, sollten vielleicht dieses Let's Play nicht schauen. So, dann wäre zumindest mein Part jetzt zumindest daran schon mal getan. Oder hattest du was dagegen, sowas rauszuhauen? Nö, okay. Dann passt es, ja. Das mit dem Koop, das werden wir gleich mitten im Spiel feststellen, glaube ich. Ich werde jetzt zumindest erstmal aufspielen. Wir machen jetzt zumindest erstmal den Prolog, würde ich erstmal sagen. Okay, soll ich jetzt mal anfangen, also mit neues Spiel und alles drum dran? Ja, das müssen wir sowieso machen. Jeder muss sowieso seinen eigenen Char erstellen, also damit auch ein neues Spiel. Ich habe allerdings bei den Online-Optionen jetzt eingestellt, dass für Freunde sind 3 Plätze frei und öffentliche Plätze sind keine frei. Somit haben okay. Somit habe ich zumindest dann auch nicht das Problem, dass bei mir irgendwelche Leute mal irgendwie reinjoinen oder so. Solltest du vielleicht auch machen. Okay, mache ich. Und ich mache... Ja, sprich dich aus. Ich habe jetzt Purana gewählt und ja. Ach, du nimmst Purana? Die Waffenexpertin? Ja, genau, okay. Die nehme ich jetzt mal. Okay, da ich mit Logan schon gespielt habe und ich jetzt nicht unbedingt noch ein Mädel drin habe, würde ich sagen, machen wir einfach das schwarze Team und ich nehme Sam B. Dann haben wir einen Typen für die stumpfen Waffen. Das passt sowieso ganz gut. Bei mir joint er gerade irgendwie, gerade wo ich sie ausgewählt habe, dann joint er schon direkt da drauf beim Lower Night Wow. Nochmal was? Ich habe sie ausgewählt und bei mir joint's halt direkt auch schon auf dem Spiel. Na, du musst, es wird ja sowieso gefragt, ob du den Prolog nochmal spielen willst. Ja, spiel mal einfach. Komm, join drauf erstmal, ich glaube. Ne, das musst du das raufjoinen, dass ich bei dir raufkomme, das kann ich sowieso erst gleich machen. Und zwar, wenn wir, wow, die Musik ist schon wieder recht laut. Das raufjoinen kann ich sowieso erst machen, wenn ich selbst den Prolog durchgespielt habe. Dann kommt dann dieses kurze Geteste. Ach ja, was ich dich sowieso fragen wollte, wie fandest du eigentlich das Intro-Video? Ja,
Das ist schon, also wie die es nicht gecheckt haben, also wie der Typ das gar nicht gecheckt hat, dass der, wie heißt der mal, dass da einfach Zombies auf den losspringen und einfach abhaut, das ist schon heftig. Ja, ich glaube, der Name ist sowieso nicht gefallen, aber der Prolog ist ja sowieso schon auch recht geil, da freue ich mich jetzt auch schon wieder. Im Prolog bist du jetzt auch schon? Ja, ich lauf grad los. Okay, dann gebe ich dir den Rat, den gut gemeinten Rat, im Prolog findest du auch jede Menge Taschen. Öffne einfach so viel wie möglich von denen. Das mache ich nämlich auch. Weil im Prolog, da kommst du ja nicht mehr hin, sage ich jetzt mal. Und dadurch bedingt würde ich dann schon sagen, lootest du einfach alles, was geht. Super, ich spiel's. Also ich mach grad Ding, ich bin grad hier drin und... Na, ich bin auch gerade dabei und ich versuche gerade alles zu finden, was geht. Übrigens, was ich auch recht geil finde in dem Spiel ist, wenn du Shift drückst, also zum Sprinten. Ja. Der sprintet so lange, solange du eben die... Solange du W gedrückt hältst. Mhm. Oder halt Shift nochmal drückst. Oder halt irgendwo gegenkommst. Okay. Und ja. Oh, komm ich auch so rein? Ja, komm ich auch wieder so rein. Oh, da ist natürlich nichts drin. Das Geld hier um den Spiel und das wird sich alles noch im Spiel zeigen. Ich verrate jetzt nur so viel. Also ich habe ja auch noch nicht lange gespielt, muss ich ja dazu sagen. Du kannst im Spiel halt deine Waffen, die gehen ja nach und nach immer wieder zu Bruch. Und das gar nicht mal so langsam. Okay. Deswegen, also, so wie ich auch einmal mitbekommen habe, soll es auch nicht wirklich, wenn du Munition mal für Waffen findest, soll die auch sehr rar sein. Also, so viel soll es eigentlich, glaube ich, auch gar nicht gewesen sein. Okay. Also, da weiß ich, das ist jetzt nur eine Sache, die ich mal irgendwie gehört habe. Ob es stimmt oder wie weit es stimmt, kann ich jetzt leider nicht sagen. Ach, verdammt. Ich krieg die Tür nicht mehr auf, mit einem Schlag auf. Ich bin jetzt schon direkt beim Aufzug, also... Ja, okay. Und wie fandest du es, als sie rausgeflogen sind? Ja. Es kommt schon geil, oder? Einfach fliegen die raus, ja. Ja, also ich bin fast dort. Ich bin jetzt... Wie gesagt, ich loote hier gerade alles, was geht. Ich nehme so viel Geld mit, wie ich tragen kann. Also, okay, Geld kannst du sowieso unendlich tragen. Aber das ist einfach... extrem wichtig, sag ich mal, weil du brauchst, um die Waffen zu reparieren, brauchst du wieder Geld. Das finde ich ein bisschen schade gemacht. Du brauchst viele Gegenstände, die du findest, brauchst du, um Sachen, Waffen oder so zu modifizieren. Aber um Waffen zu reparieren oder zum Upgraden, brauchst du wieder Geld. Okay, dann sieht man sich hier später die Geldanzeige und alles mit dran, oder? Nee, das siehst du alles in deinem Inventar dann halt. Außerdem, wenn du runterfällst, nicht wenn du runterfällst, Mann. Ich bin jetzt nämlich gerade auch bei dieser Szene, wo die runterknallen. Ich bin jetzt gerade im Aufzug drin, jetzt schon. Ah, okay. Ja, dann würde ich es so machen. Also, du bist schon im Aufzug richtig drin? Ja, ich bin schon richtig drin. Okay, dann machen wir das so. Ich, bin ja auch gleich soweit. Ich muss jetzt, wie gesagt, ich loote hier alles, was geht. Der hat da Glück gerade, dass der Aufzug noch weitergefallen ist. Ja, das ist schon echt krass, Alter. Wenn du dieses Spiel ohne andere Leute währenddessen zockst, dann kriegst du übelst... Also finde ich, ist der Prolog so die einzige Szene, wo du wirklich Paras kriegen kannst. So. Ja, geil, jetzt habe ich aus Versehen gesoffen und jetzt ist er ein bisschen... Ah ja, ganz böse. So. Aber ich bin jetzt auch im Aufzug, ne? Ein bisschen getrunken, jetzt ist die ein bisschen besoffen. Okay, der Fahrstuhl ist so laut. Aber ich finde so diese, wenn du diese Szene hier das erste Mal spielst, dann kriegst du richtig Paras. Also war zumindest bei mir irgendwie so der Fall. Oh. Weil es ja doch wieder... Ich muss gerade wegrennen vor... Ich krieg die Kamera nicht kaputt. Okay, ich werde jetzt von irgendwelchen geheilt und alles drum und dran. Jetzt steht da bitte warten. Ja, okay. Ah, okay. Dann würde ich aber dich aber bitten, dass du dort dann auch mit dem Spiel wartest. Also kurz auf mich da einfach vielleicht mal kurz so... die Leuten zuhörst, oder, einmal kurz rausgehen geht, das kannst du noch machen, und bis halt Akt 1 dasteht.
Okay, und dann halt bis auch dahin kannst dann du spielen, danach musst du aber kurz auf mich warten. Okay. Weil ich dann halt, ich muss ja auch noch jetzt hier das Ding. Und ich bin hier echt gerade, ich versuche hier gerade voll die Atmosphäre, indem ich versuche hier alles wegzulooten. Weil ich weiß halt irgendwo, dass man die Sachen doch gut gebrauchen kann. Oh, Alter, ich finde diese Szene immer noch so ganz so paramäßig, wenn die ganzen Zombies auf einmal dir hinterherrennen, ey. Und du kriegst dann voll diesen Schlag in die Fresse, ey. Bam! Oh, richtig schön in die Fresse. Herrlich. Raus, bist du wahnsinnig? Was? Ach ja. Nee, da stand halt. Ah, ja, okay, da bist du gerade. Hast du wenigstens eine Waffe? Ja, da kriegst du jetzt das Paddel. Ja, ich hab schon gesehen, direkt nebendran. Das ist so blöd, das kannst du erst aufheben, nachdem du mit ihm gesprochen hast. Ja, ich wollte es auch direkt aufheben, ich habe ja auch bis zum Akt 1 gespielt. Um alles zu testen und alles und dran. Genau, und da wird es jetzt gleich interessant, wie wir das, wie ich dir hinterher joinen kann. Ich hoffe, dass ich dir direkt joinen kann, ohne Probleme. Weil wir dann zusammen in der Nähe stehen oder so. Wenn nicht, müssen wir gucken, ob ich dir vielleicht irgendwie beitreten kann über Steam halt. Ob Steam das da irgendwie hinkriegt. Wenn nicht, müssen wir ganz kurz mal die Aufnahmen unterbrechen. Ist ja auch nicht das Problem. Nee, ist überhaupt nicht. Nö. Oh, wow, wow, wow. Klasse, ich habe jetzt alle getötet. Kann ich da irgendwas looten? Nee. Springt direkt über und... Boah, Alter, bei mir dauert das schon wieder richtig lange, das Laden. Ich verstehe nicht, warum. Mal geht's langsam, mal geht's nicht so lange. Ah, endlich drin. LOL. LOL, bei mir kam die Szene nicht. Naja, eigentlich kommt, ich glaube, das kam bei dir, ja? Du wachst halt auf, die kriegen dich und dann versucht sich der Typ halt, dieser Arzt, der da so, an die Planken steht, versucht dich umzubringen und fragt, ob du ihn verstanden hast und so. Weißt du, was ich meine? Ja, ich hab's gerade eben gesehen. Ja, und das kam bei mir jetzt nicht. So, ich bin jetzt auch gleich beim ersten Akt. Ich bin gerade bei der Frequenz, also bei der Videofrequenz, wo ich die ganzen Zombies geschlagen habe. Okay, dann gehe ich jetzt mal raus. Warst du jetzt schon draußen? Ja, ich war gerade draußen. Gut, dann bin ich auch gleich soweit. Nehmen wir uns eine Waffe und dann geht's raus. Okay, ich bin jetzt hier draußen mit meiner Waffe. Also hier im Ach ja. bei 8-1. Hast du schon gelernt, wie man tretet? Weiß ich nicht. Ich drücke J, um beizutreten. Weil treten ist eine extrem wichtige Sache in diesem Spiel, sage ich jetzt mal. Oh, komm. Und bam, schön. Haha, da geht's wieder richtig gut los. Ah, da kommt noch mal, da kommt noch einer. Gut. Hast du es geschafft? Ja, die sind ja nicht schwer. Besonders mit Treten und mit dem Paddel ist es übelst einfach. Wie tretet man? Mit E. Oh, jetzt habe ich mein Paddel weggeschmissen. Cool, das ist jetzt auch was. Aber du müsstest mal eventuell, wenn wir vielleicht, machen wir ja noch mal eine Pause oder so, das wäre zumindest nicht schlecht. Ich guck mir erstmal die Szene, die Sequenz an und dann reden wir wieder, okay? Jo, guck sie, zieh sie hier rein. We were just attacked. Listen, your friend from the hotel's awake. You were right about him being immune to this thing. If it wasn't for him, we wouldn't have made it. Maybe now we can hold out until help arrives. Okay, ich hab hier was gefunden. This thing can't be stopped. Okay. I saw how it took my wife. You need to get out of there and I can help you. I can arrange for transportation by air, by sea, but first you need to get here to me. I have many sick and injured here, mate. They're crazy with fear. Tell me where you are. Where are you? You there, mate? Hello? Hello?
gonna make it. In the hang it is. So, ich bin dann soweit. Okay. Jetzt rejoinen wir drauf. Ich muss jetzt noch immer noch den Sinamoi ansprechen. Ja, deswegen will ich jetzt gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Ich gehe mal kurz auf Spiellobby. Und jetzt gucke ich gerade, hier stehen. Wie heißt denn du jetzt? Du heißt ja wieder, Lordi, ne? Ja, genau. Oder? Ah, okay, ich schicke dir jetzt meine Einladung. Okay, per Steam oder wie? Naja, das ist, es wird auf Steam rübergesendet. So, Einladung gesendet. Jo, ich hab sie komm. Gut. Okay, hier klicken. Okay, Achtung, der Spielbesitz ist im selben Gebiet. Wo bist denn du gerade? Frag ich mal so. Ich bin direkt also beim. Wie soll ich sagen? Ja, direkt. Ja, da wo du jetzt bist, ich muss jetzt auch ihn anschauen. Ah, warte mal, warte. Ich sehe dich, aber das Problem ist, ich höre deine Stimme doppelt. Hast du irgendwie was umgestellt in. Ich höre auch deine Stimme doppelt. Deswegen, ich geh jetzt. Das ist ganz ärgerlich. Wir können ja kurz Skype beenden und hier reden, oder ich weiß auch nicht. Nein, das ist ganz bestimmt nicht. Warte, guck mal, meine Spieleinstellungen, Optionen. Grafik online, gehen wir mal. An Sprachchat aus. So, hörst du mich jetzt noch doppelt? Nee, hörst du mich doppelt? Nein, super. Gut, dann. Ja, Leute, sorry. Gut, dann können wir jetzt hier mit der Mission beginnen, wenn du Lust hast. Wir können aber auch machen. Oh, ich hab jetzt schon F gedrückt. Ist kein Problem. Du kannst ja auch nur raufdrücken, wenn wir zusammen hier sind. Das ist recht cool. Hey, bocken wir auf ein bisschen Sex eigentlich? Wie Sex? Du bist schwarz, ich bin schwarz. Ne? Passt doch. Gleiche Hautfarbe und so, ja, kennen wir alles. He's our only connection with the outside world. We keep losing the bloody signal. We have a monsoon coming. Here's the thing. We need to move everybody to the main lifeguard station. There's an ambulance there and more equipment in a strong. Oh. Was? Ich hab gerade okay. Müssen wir das time? Also, was kam denn gerade per dich für eine Meldung? Überhaupt gar keine. Aber es wurde angehalten, wa? Weiß es nicht. Es nee, bei mir wurde nichts angehalten. Achso, okay. Okay, dann machen wir das so, dass wir immer nacheinander Missionen annehmen. Okay? Also zuerst du, dann ich, dann ja. Du, dann ich oder wie? Genau, du hast jetzt angefangen, das heißt, die nächste Mission, die kommt, die nehme ich an. Okay. Weil das Problem ist nämlich, ich sehe mich nicht, wenn du damit redest. Ich drücke jetzt mal kurz U. Wird das Spiel bei dir angehalten? Nein. Gut, weil ich kann jetzt nämlich hier gucken, also wenn du U drückst, du bist ja auch, wahrscheinlich auch schon Level 2. Mhm. Und da hast du jetzt mehrere Sachen, die du lernen kannst. Okay. Ah, das ist, klingt natürlich richtig geil. Ich kann jetzt natürlich auch nicht vorlesen, weil wenn ich das vorlese, dann können der eine Zuschauer das auch und die können das aber nicht sehen, deswegen. Drück einfach mal U und dann kannst du ja mal Fähigkeiten durchlesen, die du am Anfang lernen kannst. Ah, okay, Raserei, Kampf, Überleben, okay. Genau. Ich werde höchstwahrscheinlich jetzt nämlich am Anfang erstmal auf Raserei gehen. Okay, cool. Ich gehe dann auch mal auf Raserei. Ich bin überlegen. Oder ich nehme bei mir Überleben, weil beim Überleben kriege ich nämlich immer Leben wieder zurück, ne? Oder ich gehe einfach alles auf Kampf, mache ich. Dann zieht er halt viel ab und. Okay. Hm. Kampf. Viper. Nahkampf. Das ist ja sozusagen eine Waffenspezialistin und dann kann. Ja klar, das ist ja. Jeder hat seine, also jeder hat sowieso seine eigenen Fähigkeiten. Deswegen, die sind alle für diese Klasse, sage ich jetzt mal, ausgelegt. Ach nein, ich gehe jetzt erstmal auf Überleben und jetzt kriege ich immer 10% meiner Leben pro Minute wieder. Das heißt, theoretisch kriege ich. Und jetzt könnte ich theoretisch auch mit dir handeln, das ist auch echt cool. Können wir uns auch mal kurz angucken, was da passiert. Und ah, jetzt. Okay. Da kann ich jetzt hier alles, was ich gefunden habe, dir geben. Also ich habe ein Telefon, eine Seife, Fahrzeuggas. Genau, jetzt könnte ich dir theoretisch Sachen geben.
Wa? Jetzt könnte ich dir theoretische Sachen geben. Jetzt muss ich aber auch, hab ich, ach ja genau, doch, das Paddel habe ich ja. Bam. Genau. Und Sachen kannst du halt reparieren. Dazu kommen wir jetzt gleich, wenn wir jetzt aber erstmal weitergehen, ne? Jetzt werden wir erstmal hier anfangen. Genau, und jetzt ist es ganz wichtig, weil ich glaube, das liegt nämlich daran, wenn ich jetzt Sachen loote, dann kriegst du sie nicht. Und wenn ich, wenn du Sachen aufnimmst, krieg ich sie halt nicht. Hier liegt zum Beispiel gerade ein Paddel, das siehst du ja hier, ne? Ja, ah, genau, warte. Hier liegt auf jeden Fall, warte, geh mal kurz weg. Ist es noch da oder ist es zufallsgeneriert? Ah, hier ist es, genau, mein Nagelbrett. Das gute alte Nagelbrett. Ja, gut, ich seh's nicht. Naja, das habe ich ja schon aufgenommen. Hier hinten ist jetzt nämlich eine Kiste, das können wir jetzt erstmal kurz so weiter. Versuch die mal, öffne die mal. Du hast jetzt einen Schraubenschlüssel gekriegt, ne? Ja. Der ist an sich richtig geil. Also, den. Vielleicht können wir später mal tauschen. Weil den will ich nämlich. Obwohl, wenn du neu startest, kann man sich die Sachen, sind die Sachen, glaube ich, immer wieder da. Genau, wir müssen jetzt hoch. Genau so war das. Ja, hoch. Genau. Hier bei mir. Genau, wenn du Shift drückst, rennt, sprintest du einfach die ganze Zeit durch. Aber ja, muss halt natürlich auch aufpassen. Ach ja, und die Energy Drink solltest du vielleicht noch stehen lassen, sofern du noch nicht gerade Leben verloren hast. Nicht. Eine Klammer, die nehme ich auch mal mit. Wenn wir jetzt auch mal eine Klammer oder sowas finden, dann kriegst du die auf jeden Fall, weil dann habe ich ja schon mal welche. Und jetzt. Ich habe, glaube ich, ein kleines Problem. Bei mir, leckt es ein bisschen. Echt? Ja. Okay. Dann stell mal, was? Zahnräder, cool. Ich mach mal kurz die. Ah, Vision, das Geld nehme ich. Muss das wirklich einstellen gerade. Ja, das ist kein Problem. Grafik, normal, Textqualität. Ach ja, bevor du jetzt auf OK drückst, musst du darauf achten, dass du jetzt vielleicht deine Aufnahme wieder neu startest, weil ansonsten könnte es sein, dass ich nur noch alleine spiele, ne? Also, dass ich nur noch aufnehme. Oder egal, dann beenden wir kurz die Mission hier und dann brechen wir ab. Ah, okay, dann würde es auch passen für den ersten Part, sage ich jetzt mal. Ja, okay, machen wir es dann lieber so. Gut, ich habe jetzt schon wieder so viele Sachen aufgenommen. Wie kann ich eigentlich Waffen wechseln? Halt im Mausrad gedrückt. Ah, okay, cool. Haha, oh, ist das herrlich. Und hier siehst du jetzt entwickelt sich ja die Blutlache noch richtig. Ja. Okay, komm, laufen wir mal weiter. Ah ja, hier, du vergisst hier die ganzen Sachen mitzunehmen. Die können irgendwann wichtig werden. Und jetzt wird's richtig wichtig. Ah, okay, Paddel muss her. So, tot okay, ist er. Aber wenn du killst, dann kriege ich auch EP. Das ist auf jeden Fall cool. Das ist auf jeden Fall cool, dass wir das zumindest jetzt. Immer erstmal treten. Weil Waffen sind hier echt rar. Nimm du das Zeug, ich nehme den Molotow. Versuch, die erstmal immer umzukippen. Weiß ich nicht. Macht es so viel mehr Spaß. Ich habe einen kritischen Treffer allein. Dank. Naja, auf jeden Fall, wenn du einfach. Ich mache das oftmals so: erstmal treten, bis sie unten liegen. Und dann greife ich ab und zu mal kurz den Kopf an. Weil so kriegst du einfach viel mehr. Ah, der ist doch schon tot. Gut. Ja. Also leckt's immer noch oder? Doch, leckt immer noch. Ich muss irgendwas machen. Gut. Bis später. Ach, das Telefon. Ach, das. Wir können ja später handeln und gucken, was du brauchst und. Ja, das ist dann sowieso wegen dem ganzen Zeug. Ach ja, der Typ ist scheiße. Der Typ ist scheiße. Naja, weil den kannst du nicht umbringen und der heult jetzt einfach nur rum. Der heult einfach nur rum, dass er seine Familie umbringen musste. Ich weiß gar nicht, was daran so schlimm ist. Mach ich auch jeden Tag. So, jetzt wird's lustig. Kommst du? Ach ja, hast du gerade ein Eisenrohr oder sowas aufgenommen, ne? Ja. Kannst du mir den Schraubenschlüssel mal geben? Ich weiß jetzt nicht, wie das geht. Also ich sehe nur den Schraubenschlüssel und die. Ja, einfach den Handel akzeptieren. Okay. Mit F bestätigen. Genau. Und jetzt packst du einfach mal den da rein und ich gebe dir einfach
Was gebe ich dir? Ich gebe dir mein... den Rohr. Schwerer Schraubenschlüssel, genau. Und ich gebe dir einfach mein Paddel. Ja, nee, das Rohr brauchst du mir nicht geben. Ja, komm mal, gib's mir mal kurz zurück. Was jetzt? Wie zurück? Den... Wie heißt nochmal? Den Speer... Oder den Rohr Rostig. Warte, was habe ich jetzt reingeschmissen? Ups. So. Nimm mal das... Was willst du mir jetzt davon geben? Das Schraubenschlüssel oder das rostige Rohr? Den... Ja, okay. Ja. Gut. Handel bestätigen. Okay, bestätigen, Handel akzeptieren, steht bei mir hier, bestätigen, ja. Genau. Okay. Genau. Jetzt habe ich nämlich, dank dir, in meinem Inventar nämlich das, den Schraubenschlüssel und den will ich nämlich upgraden. Den finde ich nämlich recht geil. Und treten. Ey, das ist schon so ein bisschen mies, oder? So ein Mobbingkreis. Hey, cool, ein Radio, kann ich dir mitnehmen? Nee, aber mach's mal aus. Special assignment on the island of Banohi. I'm investigating illegal logging and clear cutting that's not only damaging the ecosystem here, but costing the people of Banohi billions. I think that my life might be in danger as those behind this illegal activity. Genau, jetzt diktiert mich die Karte. Zack. Übrigens, das für bei mir läuft bei dir auch gerade die Aufzeichnung. Let's see what we got. Kehren wir jetzt einfach nochmal zurückkehren und dann war's schon mal mit dem ersten Akt, oder erste Mission? Das war die erste Mission. Okay, brechen wir kurz ab. Dann auch noch da. Ach, du willst jetzt, wenn du jetzt einfach dumpf den Weg lang sprintest, kommen wir doch auf Zombies, ne? Oh, gecheckt. Du musst jetzt echt aufpassen, außerdem musst du auch auf deine, Leiste aufpassen. Weil die kann auch. Aber übrigens, durch die Energy Drinks kriegst du, denke ich, so gut wie alles wieder, sag ich jetzt mal. Darfst aber. Ach, ich liebe dieses Spiel jetzt schon, wenn wir das weiterspielen. Gut, ich geh jetzt. Wo bist denn du gerade hin? Alter, was machst du denn? Ja, hey, Mann! Wie kann ich besser werden? Oh, oh, ich sterbe. Ja, ich komm grad. Ich komme. Versuch zu fliehen. Versuch wegzurennen. Ja, wie? Ich lieg auf dem Boden. Klasse, ich bin gestorben und jetzt bin ich. Okay, da hinten, ne? Lebst du noch? Ja, ja. Ich bin gerade da hinten gestorben. Ach, gestorben bist du, okay. Mensch, dann bist du der Erste hier. Ja, warum greift er mich immer so schwul an? Ach Mann, ey, ich hasse das. Du kannst hier. Ich komm schon. Einfach linksklick und dann rechtsklick. Okay, gecheckt, wie das funktioniert. Diesen Schraubenschlüssel muss ich echt behalten, Alter. Den will ich nämlich wieder upgraden. Gibt später vielleicht noch bessere? Ach ja, warte mal. Komm mal kurz her. Ja, bei mir geht's hier entlang. Ja, aber ich weiß. Aber du musst mal irgendwas trinken oder sowas. Hilfst wahrscheinlich. Ich hab eben was getrunken. So. Ich habe 16 Erfahrung bekommen. Und du? Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Ja, aber auf jeden Fall. Ich habe mich gerade hier noch was gemacht. Ah, oh, verdammt. Jetzt bin ich schon wieder ins Wasser. Weil ich will mich hier ganz kurz, bevor wir hier nämlich weitermachen. Ich hab mich drüben, du siehst ja dieses Barhaus. Mhm. Da habe ich die Tür aufgebrochen. Okay, und was? Deswegen will ich da nämlich kurz gucken, was halt so alles. Da liegt nämlich einiges gutes Zeug, eigentlich, glaube ich, drin. Ich habe zwar noch keinen Dietrich, aber außerdem gibt's hier Energy Drinks. Darauf trinke ich ein. Okay, diesmal ist hier nicht wirklich so viel Loot drin. Nicht so guter, aber naja. Man kann halt nicht alles haben. Gut, dann können wir jetzt auf jeden Fall weiter. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch die Mission zu Ende. Ah, der Schraubenschlüssel ist schon geil, ey. Also finde ich zumindest. Da danke ich dir auf jeden Fall, dass du mir den jetzt übergeben hast. Nö, kein Problem. Wie gesagt, das ist die beste Taktik, bis jetzt zumindest, wie ich mitgekriegt habe. Erstmal eiskalt drauf, erstmal treten. Eiskalt drauf treten und dann... Einfach nur noch das Gute, dann nur noch schlagen oder so. Und meistens auf den Kopf, weil du da halt mehr Schaden machst. Und ist halt der Klassiker. So wie es in der Ladebeschreibung drin steht. Gut, ich geb sie ab, okay? Okay, gib sie ab.
thanks to you, we might all just make it. Gut. Bauplan? Kriegst du den auch? Neue Quest? Da steht der Bauplan. Genau, dann hast du ihn bekommen. Gut, Leute. Dann habt ihr jetzt erstmal einen kurzen Einblick in das Spiel bekommen. Jo. Dann hoffen wir, euch hat es Spaß gemacht und wir sehen uns dann halt im. Obwohl, der Part ist. Ich guck mal kurz nach, wie lang der Part ist. Ich habe jetzt ja. Lass ja gerade die ganze Zeit laufen. Ja, doch, 30 Minuten, das kann man als einen Part verkaufen, oder? Ja, lass mal so. Gut. Dann also bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao, ciao. Ciao.